Heute wünsche ich euch ein frohes 2019 und wir beginnen das Jahr mit beschwipsten Topfenkrapfen. Wie die funktionieren, das zeige ich euch jetzt. Wir brauchen ganz normales Weizenmehl, ein halbes Pfund Quark, 20% etwas Buttermilch, Öl im Hintergrund. Ich habe es mit Birkenzucker gesüßt und das hier vorne sind 2 Tage lang eingelegte Rosinen in Rotwein, Zucker, Zimt. Kann man noch ein bisschen Rum dabei geben. Wer keine Rosinen mag, kann auch Kirschen nehmen. Leider habe ich das Backpulver vergessen. Dazu später mehr. Jetzt erstmal das Mehl abwiegen, 300 Gramm und den Quark dazugeben. Ja, dann die Buttermilch, das waren 130 Gramm und hier wiege ich dann noch 60 Gramm Birkenzucker ab und das Ganze wird mit den Knethaken bearbeitet. Übrigens findet ihr jetzt die Rezeptzutaten und Mengen auch in der Infobox. So sieht das Ganze dann aus und daraus lässt sich dann recht gut ein großer Batzen formen. Der Teig lässt sich leicht bearbeiten. Rauf auf die Waage 730 Gramm, das bedeutet 16 Krapfen a 45 Gramm. Das wird genau abgewogen, damit sie nachher im Öl alle schön gleichmäßig ausbacken. Ja, und dann kann man die kleinen Stücke hier, die abgewogenen, noch in Mehl wenden. Da kann man dann einfach besser die Kugel draus formen. Das mache ich hier und da sind dann alle Kugeln fertig. Jetzt kann ich die Rotweinrosinen in meine goldene Weihnachtskakaotasse abgießen. Etwa 5 Gramm pro Krapfen, das ist diese Menge, werden da reingearbeitet. Hier eine kleine Kuhle formen. So, und dann erstmal 3 Rosinen verlieren und zack, wieder rein. Das Ganze dann zufalten, ja, so ein bisschen, der Teig kann da ruhig etwas überlappen. Meine Sorge war, dass das im Öl vielleicht aufgeht und diese feuchten Rosinen in dem heißen Öl, das wäre nicht so gut gewesen. Das mache ich jetzt mit allen hier und da sind sie auch schon fertig. Alle Krapfen sind gefüllt, die Rosinen sind leer, das Mehl hat seine Schuldigkeit getan. Also können wir weitermachen auf dem Herd. Öl in den Topf gießen, so hoch, dass die Krapfen leicht aufschwimmen können. Und die Probe hier, wenn der Holzstab, der Holzlöffel, kleine Blasen wirft, dann ist das Öl heiß genug. Jetzt die Krapfen reingeben, das habe ich dann auch mit dem Holzlöffel gemacht. Da hat es sich besser von gelöst. Und immer gleich so ein bisschen anschubsen, dass sie nicht am Boden festbacken, bevor sie sich selbst bewegen. Das bekommt man mit der Zeit raus. Da haben sie den Bräunungsgrad der Wahl erreicht. Sind auch schon ein bisschen oben geschwommen eine ganze Weile. Da kann man sie dann mit der Schöpfkelle gut rausnehmen und die nächste Lage in den Topf geben. Ja, da habe ich dann jeweils 6 Stück reingegeben und das Ganze noch 2-mal wiederholt. In der Zwischenzeit kann man die Sache gut nutzen. Ich schwenke hier mal rum, um die einzelnen Krapfen dann nochmal etwas in Zucker zu wälzen, etwas zu drehen. Das sieht einfach schöner aus. Ihr könnt natürlich auch Puderzucker drüber streuen, wenn ihr möchtet. Schwenkt zurück. Da sieht man, die nehmen jetzt auch schon langsam Farbe an. Wie gesagt, das alles wiederholen, bis alle Krapfen fertig sind. Und dann hat man dieses tolle Endergebnis. Wie gesagt, Backpulver habe ich vergessen. Ein halbes Päckchen hätte ich an die Menge Teig daran gegeben. Dann wären sie etwas großporiger sicherlich innerlich geworden und der Teig etwas fluffiger. Die Konsistenz war jetzt ein bisschen fest, tat am Geschmack natürlich keinen Abbruch. Ich zeige euch das mal so. War einer aufgeschnitten und den anderen habe ich so ein bisschen aufgerissen. Geschmacklich top, also schön süß der Teig, nicht zu süß. Und das Aroma von den eingelegten Rosinen richtig fruchtig. Man hat auch den Alkohol noch ein bisschen geschmeckt. Also insgesamt eine runde Sache. Ja, und für alle Katzenfreunde, die sich fragen, wie hat meine Katze die Weihnachtszeit und Silvester verbracht? Das sehen wir mal hier. Da ist sie am kleinen Bäumchen und denkt sicherlich Folgendes. Früher war mehr Lametta. Ja, da muss ich ihr recht geben. Dafür gab es dann auch dieses leckere Weihnachtsmenü für sie. Thunfisch, Oliven, Mozzarella und Kohlrabi-Blätter. Das mag sie mal ganz besonders. Und wie ihr hier seht, da muss ich sie auch nicht lange bitten, bis ich da mit der Kamera zur Stelle war und das so eingestellt hatte, dass ich filmen konnte. Da war sie auch fast schon wieder fertig. Ja, dann kam das grausame
Silvester natürlich, wie ihr seht, bei uns wird gar nicht so viel geknallt. Das hier ist schon nicht so viel. Ja. Und es ist immer noch ausreichend vom Krach her, dass sie sich hier ein stilles Plätzchen suchen muss, um diese halbe Stunde jährlich gut zu überstehen. Aber das bekommt sie hin. So, und hier nochmal zu den Krapfen. Wie gesagt, Backpulver nicht vergessen. Und dann wünsche ich euch in diesem Sinne, wie immer, beim Nachzubereiten viel Vergnügen und beim anschließenden Genießen. Bon Appetit!